Illegaler Waffenbesitz, Auftragsmord, Überfall auf das KDW. Ja, das vermutete Strafregister von Mitgliedern einer arabischen Großfamilie ist ganz schön lang. Jetzt haben Ermittler und SEK-Beamte heute Morgen in Berlin zugeschlagen mit einer Großrazzia. Mehrere tatverdächtige Männer wurden festgenommen. Es ist ein gezielter Schlag gegen einen kriminellen arabischen Großclan in Berlin und er war lange vorbereitet. 220 Polizisten stürmen gegen 4.30 Uhr 14 Objekte. Schwerpunkt der Stadtteil Neukölln. Der frühe Zeitpunkt strategisch gewählt, so wollte die Polizei möglichst viele Tatverdächtige antreffen. Hintergrund sind Ermittlungen im Bereich des Umfelds krimineller Mitglieder arabischer Großfamilien. Es geht um den Tatvorwurf der Beteiligung an dem KDW-Raub. Es geht aber auch um einen geplanten Auftragsmord. 20. Dezember 2014. Fünf maskierte Männer überfallen am helllichten Tag das Berliner Kaufhaus KDW. Mit Äxten schlagen sie auf Vitrinen ein, stehlen Uhren und Schmuck. Drei Täter konnten schnell gefasst werden. Auch wegen dieses Videos vom sehr auffälligen Fluchtauto. Von der Beute fehlte bisher jede Spur. Die Polizei nahm heute Morgen auch 8 weitere Verdächtige fest. Dabei sein könnten auch die noch fehlenden Täter des KDW-Raubes. Alle Personen haben wir angetroffen, alle Personen haben wir festgenommen. Nach Polizeiangaben wurden in den Wohnungen scharfe Munition, scharfe Schusswaffen, Bargeld und Schmuck sichergestellt. Beteiligt waren daher auch 60 Beamte des Sondereinsatzkommandos. Die Ermittlungen laufen auch wegen illegalen Waffenbesitzes und immer, wenn der Verdacht besteht, dass Tatverdächtige bewaffnet sein könnten, schicken wir natürlich die Kollegen in den Einsatz, die am besten dafür trainiert sind. Der Schlag heute auch möglich dank Zeugenaussagen. Die Verdächtigen werden nun dem Haftrichter vorgeführt. Die Großclans kontrollieren in Berlin Teile des Drogenmarktes und demonstrieren mit dreisten Überfällen wie dem KDW-Raub auch immer wieder ihre angebliche Macht.